muss erstmal gucken. Ich muss jetzt mal gucken auf der Karte, wo ich bin. Jetzt werden mir dieselbe gelbe Kettensymbol erschienen. Wir müssen, wenn wir die Straße jetzt so weiterfahren, irgendwo in die Stadt kommen. Ja, wir müssen jetzt noch ein Stückchen weiter erschienen. Aber bei mir ist jetzt das auch gekommen. Mein Gott, es funktioniert bei mir gerade nicht. Merkt ihr das denn nicht? Ja, es ist bei mir gerade auch gekommen. Das Kettensymbol. So, ich gebe jetzt mal auf Get Out. Jetzt werden sie abgeschossen. Echt? Ja. Bleib mal, halt mal an. Wow, jetzt bist du ausgestiegen. Ich mach mal Motor aus. Steig aus. Und save die Karre erstmal. Nee, nicht einsteigen. Was? Hast du gesaved? Warte. Rearm, Gear, save. Toll, jetzt bin ich mitten im Wald. Hä? Der Truck ist weg. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Du bist im Truck drin bei mir. Was? Ach, steig wieder ein und fahr weiter. Du bist bei mir im Truck drin. Ja, warte, lass mich noch schnell nachkranken. Ach, jetzt bist du doch wieder im Truck, oder was? Ja, komischerweise, jetzt bin ich wieder zu dir zurückgedeckt. Nein, ich will nicht einsteigen. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen, das habe ich nämlich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was. Aber trotzdem, ich bin immer noch so ein bisschen aufgeregt, dass wir jetzt so den Truck haben und alles. Das macht einen halt einfach so komplett neue Möglichkeiten auf. Man kommt halt schnell voran, ohne dass man irgendwie großartig Hunger oder oder Durst kriegt. So, gucken wir mal, wie lange wir hier bis zur nächsten Ortschaft brauchen. Siehst du das? Irgendwas mit N? Richtung, also 3 Kilometer? 3 Kilometer nach rechts da und dann 1 Kilometer nach links, also fahren wir mal nach links. Oder sollen wir doch lieber ein kleineres Dorf? Ja, da ist es schon. Hier sind Zombies. Hier sind aber Zombies und Zombies bedeuten andere Mitspieler. Nee, nicht unbedingt. Die können auch gerade wegen unserer Anwesenheit gespawnt sein. Ist mir egal, ich will kein Risiko eingehen. Du hättest mich beim Haus abgesetzt, ich wäre reingegangen, hätte alles gelootet und wäre wieder raus. Das ist sowieso wahrscheinlich so. Ja, das wäre ein Haus gewesen, wo eine geringe Lootchance ist. Nee, das ist ein Haus, dieses Backsteinhaus da. Da unten ist auch noch mal eins, da können wir hinfahren. Siehst du das? Da voraus? Das ist kein lootbares Haus. Gut, dann fahren wir eben da oben hin. Aber wenn wir sterben, dann schlage ich dich. Immer noch falsche Richtung. Nein, ich fahre die richtige Richtung. Da zu dem Haus. Da wolltest du doch hin. Hey, das ist nicht lootbar. Hinten im Dorf. Jetzt? Noch ein Stück weiter. Ja, jetzt so ungefähr. Du wirst es schon sehen. Ach das, ja, ich sehe es. Aber hier sind doch nicht so viele Zombies in der Stadt wegen uns. Die große Scheune. Oh. Stimmt ordentlich was drin. Ich hoffe, die Zombies verschwinden jetzt hier alle wieder. Wenn jetzt stadteinwärts immer mehr Zombies auftauchen, dann drehe ich wieder um. Priest, wir haben voll viel Sprit, Alter. Jetzt ist kein Zombie in Sicht. Meinst du nicht, wir sollten vielleicht die Karre hier abstellen? Wieso? Karre abstellen und dann in das Haus gehen? Ich meine, direkt davor parken ist vielleicht ein bisschen blöder. Warum? Keine Ahnung. Wenn hier keine Zombies in der Nähe sind, ist auch kein Spieler in der Nähe. Bleib hier stehen. Mach Motor aus und komm mit rein, weil mein Rucksack nämlich voll ist. Okay, los. Okay. Stell uns wieder. Ich bin rechts drin. Und rechts ist genau nichts. Dann lass uns in die Scheune fahren. Kann ich mal fahren? Pfui, ist mein Truck, den habe ich geboren. Ist auch gut. Bist du drinnen? Ja. Ja, ja. Nee. Okay, so, weiter geht's. Da glaube ich sogar rein. Ja, ich glaube, die ist so groß. Ja. Warte mal, ich fahr mal rum. Oder warte mal, ich setze dich hier vorne ab. Ich fahr einmal rum. Vorsicht, dass ich dich umfahre. Homer was killed.
Oder warte mal, ich gehe am besten von hier hinten rein. So. Oh, da ist ein Zombie. Hier ist nichts drin, das ist eine Stelle. Doch, da findet man zwischendurch was. Ach du Scheiße. Was? Ich muss da schnell reingehen. Was denn? Dein Hund jault. Ja, ich weiß. Komm in den Truck, los, los. Hier ist eine Schrotflinte. Gut. Eine Armbrust. Noch eine Schrotflinte. Nicht schlecht. Aber die Armbrust nimmt keiner unten von uns, oder? Weiß nicht. Wir bräuchten ein Alice-Pack. Wie viele Muni ist denn da dabei? Scheiße. Ja, ist nichts dabei. Am Ende der Scheune ist, glaube ich, noch so ein Nebenraum. Ja? Nee, da war, glaube ich, keiner. Nee, ist keiner. Echt nicht? Nee. Gut, ich komm mal mit. Ich? Ja. Bin schon raus. Bitte lieber auf den Truck aufpassen. Weil da hinten ist noch so eine Scheune, so eine große. Ich geh zum Truck wieder. Okay. Ich komme zur anderen großen Scheune hin. Wenn wir Sprit finden, ist auch alles wieder super. Ja, deswegen möchte ich da ja reingehen. In so einer Scheune ist es, kommt es recht häufig vor, dass da Sprit drin ist. Ach du Scheiße, sind hier viele Zombies. Ach du heilige Scheiße. Fahr weg und lass dich nicht verfolgen. Ich fahre jetzt gerade um. Nicht dein Ernst, oder? Warum? Weil es nicht der. Nimmt das Ding dadurch einen Schaden, hast du doch kurz gesagt? Nö, ich bin vorhin übelst auf so einen komischen Haufen drüber gefahren, das hat auch keinen Schaden genommen. Ich habe jetzt lange festgesteckt, also wird es durch die paar Zombies auch keinen Schaden nehmen. Ne, hier ist nichts, dann hol mich mal ab. Ich bin schon auf dem Weg. Du talk jetzt nicht zufällig gerade vor mir. So, los, Beeilung, Beeilung. Also, fahr doch nicht weg. Ja. Ja, gibt schöne Kratzer. Das kam mir durch die halbe Wand durchgefahren. Das sah nur so aus. Hast du Kulte? Nee, warte, in die Art von Kirche kann man gar nicht rein. Fahr! Geht grad schlecht. Wir fahren jetzt zu der Kirche hin. Da kann man nicht rein. Das ist die Art von Kirche, wo man nicht rein kann. Cool. Das Dörfchen kenne ich nämlich. Hier bin ich nämlich schon mal gespawnt. Hier kann man spawnen? Ja, das passiert aber anscheinend übel selten. Jedenfalls habe ich mich dann so weit ins Landesinnere verirrt, dass ich dann irgendwann verhungert bin. Oder verdurstet einzubleiben. Apropos Hunger, ich krieg langsam welchen. Ich hol mal meinen Kompass raus. Lass ihn drinnen, hier gucken Kinder zu. Du fährst jetzt auf eine nordwestliche Route. Der Dreck. Ich fahr jetzt Richtung Vishnui. Was? Ich fahr jetzt Richtung Vishnui oder wie das heißt. So, passt diesmal kurz weg. Naja, gucken wir mal, wie wir die Route hier weiterkommen. Und ich bräuchte auch mal langsam ein Bloodpack. Naja, ich habe noch knapp 8000 Blut, aber was soll's. Das ist wirklich nur die Überlegung, gibt's Krankenhäuser da oder nicht? Hier im Inland. Wir sind so hoch zum letzten Land. Warte mal, da unten ist eine Wasserquelle. Ich hab wieder auffüllbare Flaschen. Da sollten wir mal anhalten. Okay. Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir auf der Karte sind. Hast du nicht zufällig noch eine Karte gefunden? Nee, wa? Ich fahre jetzt mal einfach diesen Waldweg lang. Okay. Hast du eine Karte? Nee, ich habe keine Karte. Auf so einem Waldweg fährt er aber auch nur langsamer. Bist du gerade ausgestiegen? Wir kicked off the game, Battle als 50 Menschen. Aha. Scheiße.
Kommst du wieder rein? Ich versuch's. Also bist du komplett rausgeschmissen worden? Ich habe gerade mal im Interface hingeguckt. Wahrscheinlich, weil es nicht im Lastwagen drinne geht. Ja. Ich bin tatsächlich auf Server Controls gegangen. Okay. Nee, Server Command, sowas. Nein, das ist natürlich doof. So, joinst du wieder? Ich stehe nämlich gerade mit dem Lastwagen mitten in der Pampa. Wenn hier ein Sniper ist, habe ich verloren. Dann mach Motor aus. Was? Mach Motor aus, Herr Wiener. Hab ich schon. Den mache ich immer, wenn ich anhalte, mache ich den Motor aus. Auch wenn es nicht lange ist. Aber das Dämliche ist, wenn es regnet, wird es noch diesiger. Ui, voll durchs Blatt weggezoomt. Und wie lange brauchst du noch? Bald fertig. Dabei fütter ich mal den Hund. Mach das. Das geht mir weiter auf den Sack. Wie gestern. Jetzt müsste nochmal die Wartemusik kommen. Dum, 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 dum. So, währenddessen versuche ich mich jetzt mal zu orientieren, wo wir sind. Nehmen wir mal das schicke Netbook. Fängt ja wie in so einem Gruselfilm an. Eine Autopanne. Wir haben zwar keine Autopanne, aber wir stehen halt mitten im Regen und es wird dunkel und... Ach stimmt, ich habe ja gar keine Uhr dabei. Jetzt kann ich gucken, da sind wir rausgefahren. Da sind wir weitergefahren. Ach, da geht's kurz hoch. Ach, ich bin genau in die falsche Richtung gefahren, verdammt. Da müsste nochmal gleich so ein Weg kommen und da sowas wie eine Station sein. Okay. Basti, beeil dich mal. So, währenddessen gucken wir mal auf den Debug-Monitor. Aus Langeweile. 12 Zombies getötet, 160 insgesamt auf dem Server. Loot 7884 und meine Menschlichkeit ist ja wieder deutlich höher. 747. So. Okay, also wir sollten so langsam mal irgendwie eine Karte holen, aber da, wo wir jetzt anscheinend hinfahren, dort soll angeblich auch eine Tankstelle sein und doch wieder so eine Wasserstation. Ich muss mal gucken. Eine Kirche gibt's da nicht. Okay, wenn wir die Straße jetzt so weiter folgen, die Hauptstraße, da kommen wir an dem Jägerstand, da können wir mal vorbeigucken und... Okay. Da gibt es anscheinend noch eine Stadt, wenn wir weiterfahren, eine relativ große. Sieht aus, als ob das Militär da ist. Das sind so eine komische roten Punkte. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bei Krishno. So weitergefahren? Nee, bin ich noch nicht. Nee, wo bin ich denn jetzt? Kommt drauf an, ich bin vielleicht ein Stückchen weiter gefahren. Warte mal, ich mach mal kurz. Ich mach mal Motor wieder an. Ach doch, ich seh dich, ja. Ich hab keinen Truck. Du bist ja ein bisschen früher schon ausgestiegen, bis ich endlich angehalten habe. Also ich sehe gerade, ich bin genau den falschen Weg gefahren. Jetzt verschwinden. Kannst weiterfahren. Also wir sind ja nicht weit falsch gefahren. So, einmal wenden und möglichst nicht gegen die Mauer fahren. So, also ich habe mal geguckt, die nächste Stadt wäre zwar ein bisschen kleiner, aber dafür ist da auch eine Wasserstation und angeblich auch eine Tankstelle. Oder ein Benzinkanister, den du da finden könntest. Und wenn wir da noch eine Stadt weiterfahren, dann soll da angeblich schon Militär sein. So, jetzt gibt mal ein bisschen mehr Gummi hier. So, hier hätten wir weiter gemusst.